Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. In diesem Video möchte ich speziell über die Domstrebe ein bisschen berichten. Und zwar, ich war jetzt am Wochenende, also Karfreitag und Samstag, bin ich hier aus Hamburg zur Nordschleife runtergefahren, habe da auch ein paar Runden auf dem Ring gedreht. Ja, der ganze Trip hat nochmal einiges gezeigt, was sich am Fahrverhalten des Autos verbessert hat durch den Einbau der Domstrebe. In diesem Video geht es im Prinzip nur um die Domstrebe. Kurz vorweg, mein Auto 330i E90, ab Werk mit dem M-Fahrwerk drin, ganz normal keine Runflat-Reifen. Ich habe rundherum 18 Zeller, vorne 225 und hinten 255er. Die Reifen sind Dunlop Sportmax RT. Die habe ich seit einem knappen Jahr jetzt drauf, dreiviertel Jahr ungefähr. Und so darauf bezieht sich jetzt so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die ganze Tour auf dem Ring fahren, Autobahn fahren und so, hat nochmal einige Aspekte gezeigt, die ich vorher in dem Video davor jetzt nicht berichtet habe. Jetzt mache ich hier ein zusammenfassendes Video, wo einfach alles drin ist. Also was kann ich sagen? Beste Verbesserung, die ich gemerkt habe mit der Domstrebe, ist tatsächlich, wie krass und wie gut und wie ruhig der Wagen jetzt auf der Autobahn liegt. Er war schon vorher immer ruhig auf der Autobahn, aber das hat sich irgendwie durch den Einbau der Domstrebe nochmal verbessert. Was man wirklich merkt, ist, dass der Geradeauslauf viel, viel, viel stabiler geworden ist. Auch bei höheren, also gerade auch bei höheren Geschwindigkeiten, bei 220, 230, das Ding liegt einfach echt gut auf der Straße. Und es gibt auch ein deutlich besseres Gefühl damit, auf der Autobahn zu fahren. Es ist echt cool, es macht echt Spaß und hätte ich nicht gedacht, dass es auf der Autobahn doch so einen starken Unterschied macht. Nächster Punkt ist auch das Kurvenverhalten allgemein. Das ist ja auch Sinn der Domstrebe. Kurvenverhalten hat sich ziemlich gut verbessert, auch gerade in der Stadt, wenn man ein bisschen um die Kurven fährt. Oder Landstraße fahre ich halt extrem wenig, aber in der Stadt gibt es immer wieder hier in Hamburg ein paar ganz nice Kurven, wo man ein bisschen flotter um die Ecke kann. Ungefährlich natürlich. Und man merkt auf jeden Fall, wenn du in die Kurve reinlenkst, dass der Wagen auf der Vorderachse viel, viel mehr Grip aufbaut einfach. Also hast das Gefühl, du lenkst um die Kurve und er hat so ein bisschen die Tendenz, dass er über diese Vorderachse schieben will. Aber genau in dem Moment, wo das eigentlich beginnt, ist es jetzt so, dass die Domstrebe es irgendwie schafft, wie, weiß ich nicht, aber irgendwie, dass jetzt wenn ich jetzt eine Linkskurve fahre, dass er in dem Moment, wo er im Prinzip vorne anfangen will, ein bisschen über die Vorderachse zu schieben, deutlich mehr Druck und Kraft auf das rechtere, auf das kurvenäußere Rad, also weißt du, bei der Linkskurve aufs rechte vordere Rad, mehr Stabilität, mehr Druck und mehr Grip aufbaut und er einfach zackiger vorne um die Kurve geht und das Untersteuern sich einfach tatsächlich ein Stück minimiert. Finde ich ziemlich geil, das Ganze ist auf jeden Fall echt eine geile Sache. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass wenn man über Kopfsteinpflaster fährt oder über ein bisschen Gullideckel, auch in ganz normalen Stadtgeschwindigkeiten oder auch so bei 30, 40, man merkt, dass da vorne fester geworden ist. Also das Fahrwerk dämpft, sage ich mal, ein bisschen härter. Also es fühlt sich härter an. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es härter geworden ist. Aber man merkt mehr, dass das alles fest ist. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Ist, glaube ich, nicht ganz leicht, aber es ist einfach vorne. Man merkt es auch wirklich auf Kopfsteinpflaster oder auf Gullideckeln, dass da vorne anders einfedert. Und es klingt auch ein bisschen anders tatsächlich. Ja, das hatte ich ja schon erzählt, aber bringe ich trotzdem nochmal rein. Wenn man im Stand lenkt, ich habe auch die Aktivlenkung drin, also wenn man im Stand lenkt, merkt man ziemlich stark, dass der Wagen sich nicht mehr so verwindet, also gerade beim Parken oder beim langsamen Lenkbewegung, und es knatscht auch irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie nennen kann. Wenn du ein bisschen Knatschen in den Innenraum hast, ist es tatsächlich so, dass das wird durch die stärkere Versteifung einfach ein bisschen fester und knatscht weniger und stabiler, das Ganze auf der Vorderachse. Ja, es gibt auch einen kleinen Erfahrungsbericht oder eine kleine Side Note, die ich hier machen will. Und zwar habe ich auch gesehen, dass einige sich die Domstreben und die Verstrebung vom BMW M3, also E90 M3 oder E92 M3 eingebaut haben. Das sieht ein bisschen anders aus, ist eigentlich auch ziemlich geil, soll laut Foreneinträgen noch besser wirken als die Standard-Domstrebe. Aber man muss also einige Sachen verändern, also die Strebe geht nämlich vorne nicht über den Motor, sondern nach hinten in die Spritzwand rein. Und optional und empfehlenswert ist es dann natürlich auch den großen Luftfilterkasten, wo ich letztens den Luftfilter gewechselt habe.
Den kann man rausschmeißen und dann für die M-Version verkleinerten einbauen, der dann einfach den ganzen Sechszylinder, auch hinten den sechsten Zylinder vom Motor vom N52 und 53 komplett freilegt, was natürlich auch das Motorraumbild noch deutlich vergeilert. Ich blende mal ein Bild ein hier, dass ihr das mal sehen könnt, wie das aussieht. Man braucht aber einiges mehr an Teilen, das wird ein bisschen kostenintensiver und ja, wer die Kohle übrig hat, kann es gerne machen. Ist auf jeden Fall auch eine geniale Sache, aber im Endeffekt hat es für mich gerade gereicht, einfach nur die Domstreber einzubauen. Wer weiß, was kommt, ich weiß es selbst nicht. Aber aktuell finde ich so mit der Performance Alu-Domstrebe ziemlich, ziemlich gut. Das nur als Side-Note. Genau, was hat sich noch geändert? Auf dem Ring natürlich hat man gemerkt, dass die Lenkbewegungen deutlicher ausgeführt worden sind, weil wo kann man besser in eine Kurve mal mit Geschwindigkeit reinlenken als auf dem Ring, weder auf Landstraße noch irgendwie auf der Autobahn. Wobei man tatsächlich das generell sagen kann, auf Autobahn, Landstraßen oder allgemein das Kurvenverhalten auf der Vorderachse und die Steifigkeit des Autos ist tatsächlich spürbar besser geworden. Und ich hätte nicht gedacht, als Fazit jetzt muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Domstrebe so viel bringt und so merkbar ist mit dem Ganzen. Und ja, ich ärgere mich, dass ich das nicht früher gekauft habe. Ich hatte damals ja auch einen 21 Diesel gehabt. Da hätte die auch gepasst. Das heißt, hätte ich den verkauft, mitgenommen, hätte ich den schon über 3, 4 Jahre drin haben können. Meine Empfehlung ist tatsächlich so, wenn ihr irgendwie Bock habt, ein besseres Fahrverhalten zu haben und nur das M-Fahrwerk habt, dann, was auch gut ist, dann kann man da rein investieren. Aber ich denke allgemein, haut das Ding rein. Das ist jetzt nicht wirklich teuer, finde ich. Irgendwie, ich habe tatsächlich das noch ein Stück günstiger geschossen. Und ja, sonst kostet die Domstrebe bei Lehmann 189 Euro, soweit ich weiß. Auf der Homepage, bei eBay ist sie sogar teurer, kostet 219. Also schaut auf jeden Fall bei lehmann.de vorbei, also lehmann24.de. Ich krieg nichts für Promo oder sonstige Sachen. Das ist einfach nur da, wo ich meine Teile auch selber kaufe und auch immer in erster Linie schaue. Also von daher, so, ich habe keine Affiliate-Links für solche Sachen, einfach nur so. Meine Empfehlung, da danach zu schauen. Auf eBay ist die, wie gesagt, ein Stück teurer. Bei Lehmann24 direkt ist es günstiger. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ihr ein E90 habt und zum Beispiel im E90-Forum selber drin seid, es gibt ein Forum internen Händler oder es gibt auch, wenn du nachweisen kannst, bei Lehmann24.de, dass du ein Member bist des vom E90-Forum, dass du dann irgendwie 10% auf alles sowieso bekommst. Und das macht sich schon bemerkbar, da ein paar Rabatte sich zu gönnen. Also, ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, die Erfahrungen mit der Domstrebe waren ganz gut. Könnt ihr mal erzählen, ob ihr euch selber mal so ein Ding kaufen wollt oder ob ihr überlegt, sowas zu kaufen. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Ich hoffe eigentlich, dass ich eigentlich alles erzählt habe. Und ich denke, soweit haben wir alles für heute. Also, peace.